Wenn man in sozialen Medien wie Instagram vorgeführt bekommt, was für ein spektakuläres Leben andere Leute haben, dann fragt man sich, wie diese Menschen das hinbekommen. Begegnung mit wichtigen Leuten, ein Leben an interessanten Orten, sich mit schönen wie wertvollen Dingen umgeben. Wie schaffen das andere, das zu erreichen, was für einen selbst wahrscheinlich nur ein aussichtsloser Traum bleiben wird? Was ist das geheime Rezept für Erfolg? Manchmal wird es öffentlich, wie Menschen zu ihrem luxuriösen Lebenswandel kamen. Aber nicht immer möchte man mit dieser Person dann noch tauschen. Reiche Eltern zu haben, fällt vielen als erstes ein, wenn es um eine Erklärung für einen sorgenlosen, aufwendigen Lebensstil geht. Auch Anna Delvey erzählte Bekannten und Freunden, dass ihr erfolgreicher Vater sie großzügig finanziell unterstützen und sie aus einem Treuhandfond leben würde. Sie selbst war ebenso spendabel und teilte ihr Reichtum mit wenigen Begünstigten. Zum Beispiel mit Angestellten von Hotels, in denen sie Zimmer für $400 die Nacht im Voraus für Monate reservierte. Ein Trinkgeld in Höhe von $100 zugesteckt bekommen, war für Personal in Annas Umgebung keine Seltenheit. Eine Angestellte lud sie auch zum Essen oder zu Sportkursen ein. Im Gegenzug wurde Anna vom Personal äußerst zuvorkommend behandelt. Auch für Bekanntschaften, die sie in den teuren Hotels, in den edlen Restaurants und Clubs machte, übernahm Anna öfter die Rechnung, sodass sie schnell viele wohlhabende Freunde hatte. Sie lud zu Empfängen in Restaurants ein, bei denen auch öffentlich mit ihr befreundete Prominente aus der Unterhaltungsbranche, vom Sport, der Wissenschaft und den Medien anwesend waren. Jeder schien sie zu kennen. Sie war auf allen wichtigen Partys zu finden. Anna freute sich über die Bekanntschaften und den Luxus, den sie sich leistete, was sie auf ihren Instagram-Account dokumentierte. Sie zeigte Fotos von vielen Übernachtungen in verschiedenen imposanten Hotelzimmern, von ihren Aufenthalten auf Yachten und Privatjets oder von prominenten Bekannten. Wie man es von der Tochter eines Millionärs erwartet, kleidete sich Anna mit der Mode teurer Luxusmarken wie Gucci, ging shoppen, nahm häufig Beauty-Anwendung wahr und sie engagierte sich einen Personal Trainer. Insgesamt entstand bei den Menschen, die mit Anna zu tun hatten, der Eindruck, dass es sich bei Anna um eine liebenswerte, gut vernetzte, wohlhabende Frau handle. Darum war es für alle in Ordnung, im Gegenzug für sie die Rechnung zu begleichen, wenn Anna ihr Geld vergessen hatte. Dass die Auslagen nicht immer zurückgezahlt wurden, schmälerte nicht das Vertrauen, das man in Anna setzte. Zumal es reichen Menschen nicht wehtut, wenn einmal eine Schuld von $3.000 für eine Flugreise in Vergessenheit gerät. Auch in den Hotels, in denen Anna lebte, war man damit einverstanden, ihre Rechnung auf mehrere tausend Dollar auflaufen und sich etliche Wochen vertrösten lassen, bevor das Geld nach geplatzten Versprechungen schließlich doch noch gezahlt wurde. Selbst nach dieser unschönen Erfahrung ließ man Anna weiter dort wohnen, obwohl sie keine Kreditkarte zur Sicherheit hinterlegte. Zudem genoss Anna Renommee im Hinblick auf künstlerisch-kulturelle Projekte, die sie plante. Sie hatte wegen der Realisierung eines Projekts einen Finanzberater engagiert und war im Gespräch mit Investoren und Banken, wobei es um eine Summe von $22 Millionen ging. Eine Bank zahlte ihr einen Überbrückungskredit von $100.000 aus. Doch irgendwann begannen Annas Freunde, sich über sie zu wundern und auch zu ärgern. Sie bemerkten, dass es Unstimmigkeiten bei dem gab, was Anna über ihre Familie erzählte. Auch wenn sie sich bedeckt hielt und wenig ihrer Herkunft erzählt hatte, passte einiges nicht zusammen. Einmal hatte sie gesagt, ihr Vater wäre ein Unternehmer, ein anderes Mal hatte sie behauptet, ihr Vater sei ein russischer Diplomat. Obwohl ihr Deutsch äußerst schlecht war, hatte sie angegeben, dass sie Deutsche sei. Freunde mussten, nachdem Anna sie eingeladen hatte, immer öfter die Kosten übernehmen. Oder sie wurden vom Restaurant, in dem sie auf eine Party eingeladen gewesen waren, auf Instagram nach den Kontodaten von Anna gefragt, weil sie dort mit Anna auf einem Foto zu sehen waren und Anna die Restaurantrechnung nicht beglichen hatte. Die Wendung für Annas Leben brachte schließlich eine Angestellte, die es sich nicht leisten konnte, von Anna auf den Kosten für eine gemeinsame Reise sitzen gelassen zu werden. Es ging dabei um eine Summe, die höher als das Jahreseinkommen der Trainerin war. Zunächst hatte die Trainerin die Reisekosten übernommen und Anna sogar bei sich wohnen lassen, als diese sich bei ihr scheinbar verzweifelt über Zahlungsschwierigkeiten gemeldet hatte und eine baldige Rückzahlung versprach.
Als die Trainer es letztendlich war, die für die Luxusreise für mehr als $60.000 gerade stehen musste, organisierte sie eine Konfrontation zwischen Anna und einigen ihrer Freunde, denen sie ebenfalls Geld schuldete. Unter Tränen schwor Anna, das Geld demnächst zurückzuzahlen. Doch nichts geschah. Schließlich wurde Anna 2017 verhaftet, als sie versuchte, ein Hotel ohne zu bezahlen zu verlassen. Dann kam heraus, dass Anna eine gerissene Hochstaplerin war, die sich mit der Bekanntschaft von Prominenten und hohen Ausgaben Vertrauen erschlichen und zu ihrer Finanzierung ein Schneeballsystem aufgebaut hatte. Sie hatte sich immer wieder Geld geborgt, um geplatzte Checks oder Hotelrechnungen zu begleichen. Konnte sie nicht bezahlen und wurde sie aus einem Hotel geworfen, dann zog sie im nächsten ein, um dort ihre Show von der großzügigen Erbin fortzuführen und sich damit Kreditwürdigkeit zu verschaffen. Dabei wurde ein Schaden von mindestens $275.000 ermittelt, den Anna insgesamt bei verschiedenen Hotels und anderen Gläubigern verursacht hatte. Man geht davon aus, dass es noch eine weit größere Summe gewesen sein könnte, da manche Betrogene aus Scham geschwiegen hätten. Auch Annas Trainerin bekam das Geld für die gemeinsame Luxusreise vom Gericht nicht zugesprochen. Anna Delvey war 2013 nach New York gekommen, nachdem sie Praktika in Berlin bei einer PR-Firma und in Paris bei einem bekannten Mode- und Kulturmagazin gemacht hatte. 2016 nahm ihr Luxusleben in New York volle Fahrt auf, bevor sie einige Monate später in 2017 verhaftet wurde. Es zeigte sich, dass sie aus einfachen Verhältnissen stammte. Ihr Vater hatte als LKW-Fahrer und Angestellter gearbeitet, während ihre Mutter Hausfrau gewesen war. Anna hatte einige Zeit in Deutschland gelebt und dort ihren Schulabschluss gemacht. Sie war 1991 in Russland geboren worden und kam im Alter von 16 Jahren mit ihrer Familie nach Deutschland. Ihr Aufenthalt in Frankreich hatte sie genutzt, um für sich eine andere, glamouröse Identität als reiche Erbin zu schaffen und ihren Namen zu ändern. Nach ihrer Verhaftung zeigte sich Anna wenig beeindruckt von den Konsequenzen ihres Scheiterns. Zu einem Gerichtstermin in New York erschien sie nicht, sondern setzte sich nach Kalifornien ab. Dort wurde sie erneut verhaftet, nach New York überführt und dort bis zur Verhaftung im Gefängnis Riker Island eingesperrt. In dieser Vollzugsanstalt sind 17.000 Menschen inhaftiert und die Zustände dort werden seit Jahrzehnten für ihre Unmenschlichkeit und die Gangkriminalität kritisiert. Auf Anna Delvey machten sie jedoch kaum Eindruck. Sie zeigte sich vor Gericht wenig reuig und war der Meinung, zwar Fehler, doch vieles auch richtig gemacht zu haben. Ihre Haltung ist verständlich, da ihre Taten in den Medien viel Aufsehen erregt und ihre Manipulation zum Teil als Kunst gefeiert wurden. Anna wurde teils als eine Art Robin Hood dargestellt, weil sie Menschen mit deren eigener Geldgier ins Verderben geführt hatte. Es wurden ihr von den Medien soziale Kompetenz und harter Wille bescheinigt. Statt mit Reue versuchte es Anna daher mit einem Auftritt in Markenkleidung, der dem Gericht imponieren sollte. Sie ließ sich zudem auf eine außergewöhnliche Einigung nicht ein. Schließlich wurde sie wegen Betrugs verurteilt. Inzwischen hat sie die Haftstrafe auf Riker Island verbüßt. Nach mehr als 3 Jahren Haft kam sie wieder frei und daraufhin zog Anna Delvey erneut im Hotel ein. Diesmal jedoch mit einer gesicherten Finanzierung, die ihr Anwalt regelte. Denn Anna konnte ihre Geschichte an Netflix verkaufen, das eine Serie basierend auf ihrem Leben plant. Auch über einen Film wird nachgedacht. Von den Einnahmen muss Anna allerdings auch Gläubiger entschädigen. So scheint Anna Delvey auf die Füße gefallen zu sein. Sogar, dass sie wieder eine Art Luxusleben aufnehmen kann, diesmal sogar mit realen Mitteln, erscheint dank der Unternehmerbranche und Medien möglich. Jedoch lässt das Bild, das Anna während der Verhandlung von sich gegeben hat, bezweifeln, dass es ihr bei ihrem Betrug nur um das schöne Leben ging. Vielmehr wirkt es, als sei sie stolz auf ihre Fähigkeit, andere für sich einzunehmen und sich so lange durchgeschwindelt zu haben. Es ist also die Frage, ob es Anna Delvey reichen wird, von der Vermarktung ihrer Geschichte zu leben, oder ob sie irgendwann ihre betrügerischen Fähigkeiten wieder einsetzen möchte. Wer von einem außergewöhnlichen Leben an besonderen Orten und mit einem gehobenen Standard träumt, fragt sich möglicherweise, ob er selbst das Geschick und die Nerven hätte, sich dieses, wie Anna Delvey getan hat, zu ergaunern. Und ob er ebenso cool die Folgen tragen und ins Gefängnis gehen könnte. Oder ob ihm sein normales Leben im Angesicht der Konsequenzen nicht doch gefällt, wenn illegale Möglichkeiten, es luxuriös zu gestalten, versagen. Denn was ist tatsächlich wichtig im Leben? Hat es sich für Anna Delvey wirklich ausgezahlt, ihre Freunde zu betrügen?
Und wie wird es mit ihr weitergehen? Schreibe uns deine Meinung in die Kommentare. Ich bin gespannt.